Ich sehe viele neue Comics. Willkommen zu Panini Comics TV. Unsere heutige Sendung beginnen wir wieder mal mit der Einführung Ich bin alleine. Kein Gast, weil wir sind immer noch vorsichtig wegen Corona. Irgendwann wird es auch wieder Gäste geben. Aber dafür haben wir auch heute wieder ein prall gefülltes Portfolio, das wir euch gerne vermitteln wollen. Und wir haben auch ein schickes Interview, also alles, was man braucht. Und wir steigen ein mit DC. Und da haben wir gleich mal einen echten Knaller zu Beginn. Und zwar Top-Star und Mega-Autor sowie auch Zeichner Jeff Lemire hat mal wieder zugeschlagen, hat wieder was geschrieben, gezeichnet hat das diesmal nicht. Und zwar, ich halte das mal kurz aus der aktuellen PV hoch, Killer Smile. Ja, es geht natürlich um den irren Joker. Und es geht auch um eine Story, die kennt man in verschiedenen Varianten eigentlich auch schon, aber hier ist er natürlich mal wieder brillant erzählt. Und zwar gibt es einen Psychiater, Dr. Ben Arnell, der versucht, den Joker zu heilen. Und deswegen hat er bestimmte Sitzungen mit dem Irren in Arkham. Und ja, wie das so ist, wie heißt es so schön, wenn man lang genug in einen Abgrund schaut, schaut der Abgrund irgendwann in einen hinein. In dem Fall ist der Abgrund der Joker und der kriecht so langsam als der personifizierte Irrsinn in diesen Psychiater. Und diese Story unter dem Black Label von DC, die ist wirklich was ganz Besonderes, ist geil gezeichnet, ist super erzählt, eben ganz Jeff Lemire typisch. Und damit haben wir schon einen echten Knaller im noch jungen Jahr 2021. Ja, und wir bleiben in Gotham. Und Gotham hat lange Nächte, die teilweise kalt sind, die aber oftmals auch sehr übel sind. Und so heißt auch der Band Die Nächte von Gotham. Das Star-Duo Brad Meltzer und Jim Lee hat hier dafür gesorgt, dass wir eine total geile Story haben mit Kurzgeschichten, die im Prinzip sich für alle möglichen eignen, die sich mit Batman beschäftigen wollen, wo Top-Autoren wirklich mitgeschrieben haben. Neben eben dem Brad Meltzer hat und auch noch andere Zeichner dabei sind, nämlich der gute Schweizer Herr Bogdanovic hat auch mitgemacht. Und ja, da kann ich nur sagen, lest mal rein, wie es denn in den Nächten von Gotham so zugeht. Ich sag euch, da sind einige kleine Highlights dabei und man möchte sich in dieser Stadt nachts nicht auf die Straße wagen, nicht mal wenn Batman um die Ecke ist. Dann haben wir zwei Geschichten, die sich jetzt ihrem Finale nähern. Zum einen Batmans Grab. Ist jetzt der zweite Band am Erscheinen, diese tolle Geschichte von Warren Ellis geschrieben und von Brian Hitch gezeichnet. Batmans Jagd auf einen Serienkiller geht ins große, große, große Finale. Diejenigen, die den ersten Band schon gelesen haben, die werden es total genial finden. Diejenigen, die bislang noch nicht zu dem Band gegriffen haben, sollten es unbedingt tun. Und dann geht das dystopische Geschichte mit Diana, Wonder Woman, geht auch in ihr Finale. Hier sehen wir Band 1, jetzt ist Band 4 am Erscheinen dran. Sagt man so nicht, aber tut man trotzdem. Also Band 4 kommt jetzt gerade raus und Dead Earth ist damit dann auch abgeschlossen. Diese wirklich geniale, auch Black Label Geschichte, eben um eine Diana, die in einer dystopischen Zukunft um das Überleben der Menschheit oder der Erde als solches kämpft. Wirklich geniales Teil. Ich habe am Anfang mit den Zeichnungen ein bisschen gehadert, aber je länger man drin liest, desto mehr findet man, dass das echt passend ist und es ist halt wirklich großartig erzählt. Wir feiern 80 Jahre Catwoman, 80 Jahre Catwoman und deswegen gibt es einen DC Celebration Deluxe Band mit allen möglichen Geschichten von der Katzenlady im engen Kostüm. Und da sind Stories unter anderem dabei von Paul Dini, Tom King und noch vielen mehr. Wer wie ich das Kätzchen sehr, sehr, sehr gerne hat, der muss zu diesem Deluxe Band greifen. There's coming out the Catwoman celebration book for her 80th birthday, and you had a story therein too. So what story did you draw therein? Yeah, I had a story written by Dini, Paul Dini, and it was fun. It was really fun. I don't want to spoiler anything, but Paul Dini is so smart writer. He can write
a whole story in 8 pages. It's crazy. At the beginning of the story, Catwoman is going after some animals that were stolen from zoos, from forests, from their habitats, you know, and they were all felines, cats, big cats, lions, panther, all wild cats. So she's looking after this series of stolen animals. The villain, the bad guy, is a collector of wildcats. And in the end, we know that she's the main piece of the collector. So the collector itself is making a trap for Catwoman to have her killed and stuffed as the main piece of the collection. So, and anything, everything happens in 8 pages. Dann gibt es noch ein Band, der ist noch wirklich dicker, vielleicht noch schöner und vielleicht noch besser als der gerade eben benannte. Und zwar New Frontier, schöne neue Welt, die Absolute Edition. Und das ist dieser Meilenstein von Darwin Cook, von dem wir ja schon Ego besprochen haben. Darwin Cook, der leider 2016 verstorben ist und der wirklich in dieser kurzen Zeit seines Schaffens es wirklich in die absolute Oberklasse der Comic-Kreativen geschafft hat. Der hat hier einen Band rausgebracht, der spielt nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles hat sich gewendet, auch für die Superhelden. Und in diesem Silver Age der Superhelden hat er diese Geschichte angesiedelt und es geht um alle DC-Figuren und hat es in seinem unvergleichlichen Stil zu Papier gebracht. Und erstmals liegt hier die komplette Geschichte vor, eben dann auch noch als Absolute Edition, also richtig groß und edel. Und dementsprechend kostet das Teil natürlich auch 89 Euro. Aber es ist einfach nur genial. Es ist wirklich einfach nur genial. Wer also auf Darwin Cook steht oder auf diese großen Absolutbände oder überhaupt auf was ganz Besonderes aus dem DC-Universum, der muss diesen Band haben. Der ist wirklich, also ich weiß überhaupt nicht, ich kann ihn gar nicht mehr loben, als ich ihn eh schon lobe. Er ist einfach super, super duper. Und wir bewegen uns in einer ähnlichen Zeit, bei der wir uns gerade eben bei diesem Darwin Cook Band bei DC bewegt haben, bewegen wir uns jetzt auch beim ersten Marvel Band, nämlich Spider-Man Noir, spielt im Jahr 1933 zu Zeiten der großen Depression und ein Spider-Man, der optisch etwas anders aussieht, als wir ihn kennen, aber auch Peter Parker heißt, also ein alternatives Universum. Der kämpft dort gegen ein Crime Syndicate und also gegen eine Verbrechersorganisation. Und das Ganze ist eben im Stile eines Crime-Noir-Films gehalten und deswegen Spider-Man Noir, ein absolut empfehlenswerter Band, den ich einfach nur super, duper, mega finde. Allein schon dieses alternative Geschichten erzählen, wo man sich eben in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit befindet oder auf unserer Welt, aber in einer anderen Zeit befindet und dort eben die bekannten Figuren mal völlig anders erlebt, das ist schon so ein richtiger Burner und den erkläre ich hier auch zu einem meiner absoluten Lieblingsbände. Und jetzt kommt ein Riesending. Das war schon mal angekündigt, wurde verschoben. Jetzt ist es aber endlich da. Von, Superstar, Movie-Superstar J.J. Abrams geschrieben. Der Band Cadaverous. Worum geht's? Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Aufgabe, das euch zu erklären, denn dafür haben wir einen Clip. In der nahen Zukunft wütet der böse Cyborg Cadaverous in New York und stürzt die Welt von Spider-Man in Schmerz und Finsternis. Peter Parkers Sohn Ben wächst daraufhin ebenfalls bei Tante May auf. Er hat Ärger in der Schule und kommt null mit seinem Vater klar. Dann entdeckt der Teenager sein Erbe, seine Spinnenkräfte und Beats altes Kostüm. Die Saga in diesem Einzelband sorgte bereits im Vorfeld für Furore. Denn natürlich schlug die Nachricht, dass J.J. Abrams und Sohn Henry zusammen einen Spidey-Comic schreiben, wie eine Bombe ein. Kein Wunder, verantwortete J.J. Abrams doch TV-Phänomene wie Lost und Fringe, ehe er als Filmemacher Star Trek und Star Wars in die Blockbuster-Moderne führte.
Die Zeichnungen zur Story des berühmten Vater-Sohn-Gespanns stammen von Sara Pighelli. Die Italienerin inszenierte das Debüt und die ersten Abenteuer von Miles Morales. Aber auch Comics mit den Guardians of the Galaxy oder den Runaways. Die Top-Künstlerin war die logische Wahl für das Prestige-Projekt und die intensive Geschichte voller Action, Drama und Emotionen. Spider-Man Cadaverous von Pighelli und den Abrams ist eine außergewöhnliche, denkwürdige Alternativweltgeschichte über die Zukunft, die Familie und das Erbe des Netzschwingers, die man so schnell nicht vergisst. Ein Highlight, nicht nur für Marvel-Fans. Ja, die Zeichnerin Sara Pighelli, die hat diesen tollen Band Cadaverous in Szene gesetzt. Und sie ist eine sehr, sehr, sehr gute und schon ziemlich lange Bekannte von mir. Und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie nicht zum Interview zu diesem Band zur Verfügung stände. Und da hat sie zum Glück für mich und für euch ja gesagt. Deswegen erfahrt ihr jetzt mehr von Sara Pighelli zu Cadaverous. So, Sarah, we now start publishing Cadaverous and the fans are going crazy for Cadaverous. Why the hell the fans are crazy for Cadaverous? What is the very special thing on Cadaverous? I don't know. Actually, it's a badass character, I guess. A badass looking character. It has been very, very difficult to come out with that design because the Abramses, the JJ and Harry, were pretty picky about him. It was a very long work on his design, and I have plenty of versions, more Iron Man-y, less robot, more whatever. So I think that version is the scariest one among the characters I did. So I'm pretty happy about it, especially because I love the idea that he's wearing, you know, kind of cape. So he is hiding what's under the cape. So I love it. So thank God the fans loved that character. It was a lot of work. So it is maybe a little bit like Grievous on Star Wars. Yes, maybe, yeah. But everything looks like Star Wars something. So you know. but probably the fans are going crazy for it because it is a J.J. Abrams story, huh? Sure. And you can tell when you read it. So you'll see. Your readers, you'll see that it's JJ's material. You can tell when you read the pages. So, but he can tell story. So he's not only a movie guy. He can tell story, and well, a comic book. He is a movie guy for sure. Or we don't forget to mention Harry because also Harry is writing, but. The editor helped a lot, you know, to be the bridge between the movie and the comic. Yeah, it's, I must say, the script that I got looked more like a movie script, especially for the technical words that he used, the specific terms. But it was pretty clear, you know, once you can tell, you have storytelling inside your head. It's the same, you know. It just the language was different, but yeah, you can. I think you should do that in the future. More of this, maybe. So on the other hand, do you think this at one time could be part of the Marvel Cinematic Universe, because it is already a movie? So do you think they could adapt it? I think so. I would love that because it's something different. It's no regular continuity. So you have Spider-Man, you have all the
you know, the main cast is there. But the story is different. You have a brand new, very important character there. So that would be, to me, you know, a good chance to have, again, Spider-Man on screen, because we have so many Spider-Man and we're kind of tired of that. I think that it would be a very, very new chance, you know, to tell about that character. It's something different. And yeah, I would love that, but I don't know if Marvel wants to put it on a screen. I would love that, yeah. So, nach ganz viel J.J. Abrams, der Spider-Man geschrieben hat, und Sarah Pichelli, die es gezeichnet hat, kommen wir jetzt. Eigentlich könnte man ja bei Cadaverous auch so denken, dass es was mit Zombies zu tun hätte. Hat es ja nun in dem Fall gar nicht so. Aber wir kommen jetzt zu ganz viel untotem Marvel-Gesocks. Und zwar fangen wir mal an mit den Marvel-Zombies. Und da gibt es jetzt den Band Auferstehung. Und es ist eine neue Geschichte mit den untoten, toten Marvel-Helden. In dem Fall ist es so, dass die Fantastic Four den untoten, toten Körper von Galactus untersuchen und da dummerweise sich infizieren und das Zombie-Virus mit auf die Erde bringen und dann geht es Schlag auf Schlag. Und die Zombie-Marvel-Geschichten, die sind ja nun wirklich, gehören zu den besten, was in den letzten Jahren rausgekommen ist. Ich habe immer großen Spaß damit gehabt und teilweise sind sie auch wirklich gruselig. Und damit meine ich im positiven Sinne, also gruselig im positiven Sinne. Und das ist auch bei diesem neuen Band so, Marvel-Zombies Auferstehung, also Horrorfans herbei und lest diesen Band. So, Verlosung. Ja, also wir haben ja diese wunderbare Reihe Marvel Must Have, die mit dem Goldrand. Früher waren das die Gardinen mit dem Goldrand, heute sind es die Bände mit dem Goldrand. Da haben wir zusammengefasst großartige Geschichten, die in den letzten Jahrzehnten bei Marvel erschienen sind und sie einfach nochmal hier als Hardcover-Edition rausgebracht. Ich glaube, ich habe hier 10 bereits liegen. Ich glaube, es sind sogar schon mehr erschienen. Und es kommen jetzt in dem Januar sind welche neu erschienen und im Februar erscheinen welche neu. Unter anderem die Dark Phoenix Saga ist da dabei. Venom Dark Origin, Iron Man Extremis, ein neuer Fantastic Four, dann der Punisher von Garth Ennis und natürlich Black Panther, Marvel Knights, Spider-Man und X-Men, ein neuer Anfang. Also jede Menge von den wirklich ganz großen Erzählungen. Und ja, da sind auch viele dabei, die zu meinen Lieblingsgeschichten gehören. Also zum Beispiel hier Planet Hulk ist für mich eine ganz, ganz sensationelle Geschichte. Habe ich damals geliebt, als sie rausgekommen ist. Der Daredevil, Mann ohne Furcht, wirklich ein Klassiker von Frank Miller. Den muss man eigentlich auch gelesen haben. Und hier schon ein moderner Klassiker, nämlich der Old Man Logan, Mark Miller und Steve Niven. Ja, das sind eigentlich gerade meine 3 Lieblingsbände aus dieser Reihe. Und dann kommt ja, wie gesagt, demnächst die Dark Phoenix Saga. Die ist einfach auch super. Und ich finde, die machen sich auch im Regal ganz gut. Und deswegen dachte ich, ich sag euch einfach mal hier, wir verlosen welche. Sind jede Menge rausgekommen und ich verlose einen 10er-Pack. Ich verrate euch nicht, welche drin sind. Aber was ihr mir verraten müsst, um zu gewinnen, ist, welche 3 aus den aktuell bereits erschienenen, also bis Februar erschienenen Bänden, könnt ihr ja online mal recherchieren, sind denn eure Lieblingsstories? Schreibt das unten rein und dann losen wir aus, wer eben diesen 10er-Pack gewinnt. Und wir fragen dann beim Gewinner auch nach, ob er seine 3 Lieblinge dabei haben möchte oder ob er die eh schon zu Hause hat, damit nicht so viel doppelt drin ist. Also auf jeden Fall einen 10er-Pack und den gewinnt ihr, wenn ihr mir sagt, was eure Top 3 aus den Marvel Must-Have-Bänden ist. Wir kommen zu einem Band, der vielleicht in den letzten Ausgaben so oft in die Kamera gehalten wurde wie kein anderer, nämlich Halo Jones, weil es einer meiner absoluten Lieblingsbände ist. Ja, Halo Jones aus der 2000 AD-Reihe, ein Meisterwerk von Alan Moore und Ian Gibson. Eine Science-Fiction-Story um eben diese junge Dame, Halo Jones, die im 50. Jahrhundert in einem Slum lebt und versucht, dort rauszukommen und es schafft schließlich, in den Weltraum zu gelangen und plötzlich zu einer der größten Heldinnen ihrer Zeit zu werden.
So weit sind wir in der Geschichte noch gar nicht, weil nämlich erst dieser Band erschienen ist und jetzt kommt der zweite Band, wo ihr genau dazu eben mehr erfahrt. Und ich bin einfach nur so begeistert von Halo Jones und überhaupt dieser gesamten 2000-AD-Sache, die wir da machen, dass ich das einfach die gesamte Zeit sagen muss, Halo Jones, jetzt kommt der zweite Band, ich freue mich sehr drüber und tralali und tralala. Und es ist einfach auch super gezeichnet, so völlig anders und es ist halt auch schon echt lange her, dass das in England rausgekommen ist und deswegen bin ich sehr froh, dass wir diese tolle Story jetzt hier bei uns rausbringen. Band 2, wie gesagt, kommt jetzt gerade. Band 3 schließt das Ganze dann ab und dann habt ihr Halo Jones, die gesamte Ballade, komplett. Ja, Stranger Things hatten wir in der letzten Ausgabe schon, nämlich den dritten Band der Normalserie. Jetzt kommt es ein Sonderband und der heißt Zombie Boys. Geschrieben hat den übrigens Greg Peck, der auch sehr viele Star Wars Sachen schon geschrieben hat. Eine tolle Story, die auch wieder das Erzähluniversum von Stranger Things erweitert. Ihr wisst natürlich, worum es geht. In die Story selber möchte ich gar nicht genauer eingehen, aber ihr wisst auf jeden Fall, dass wir unsere heldenhaften Jungs, die sich da der Dunkelheit entgegenstellen, die werden da auch wieder dabei sein und erleben ein fantastisches Abenteuer. Ein fantastisches Abenteuer, das gar nicht so fantastisch ist, erlebt auch Sarah. Sarah ist nämlich eine Scharfschützin, die in Leningrad auf Nazis schießt und zwar eben im Weltkrieg. Und diese Story hat geschrieben Garth Ennis. Und das ist schon ein bisschen was Besonderes, weil der ist normalerweise ja für seine total abgefahrenen Geschichten bekannt. Hier hat er jetzt quasi ein geschichtliches Thema hergenommen und hat praktisch ein, ich weiß nicht, es ist fast so eine Art Biopic, also fast ein Comic über eben diese Scharfschützin Sarah geschrieben mit dem Untertitel Tod aus dem Hinterhalt. Und da geht es darum, dass sie eben nicht nur gegen die einrückenden Nazis zu kämpfen hat, sondern auch Probleme in ihren eigenen Reihen hat. Ist ein sehr, sehr, sehr faszinierender Comic und tatsächlich etwas anderes als das, was man normalerweise von Garth Ennis so erwarten würde. Wobei, also er zeichnet sich ja auch immer durch sehr explizite Darstellungen von Brutalitäten aus. Das haben wir auch hier wieder. Das heißt, es ist kein Comic für zarte Gemüter, aber ein echt wichtiger Comic, der auch so eine politgeschichtliche Ebene mitbringt. Also wirklich was total Spannendes. Müsste man eigentlich lesen, aber für musst du lesen, habe ich heute was anderes für euch. Wenn ihr die weit über 50 Episoden von Panini Comics TV verfolgt habt, dann wisst ihr natürlich, dass ich ein großer Buffy-Fan bin. Ich denke, das, was Joss Whedon damals gemacht hat, das hat wirklich die TV-Landschaft geprägt und ich war todunglücklich, als damals die Serie geendet hat, obwohl man sagen muss, das war ein ganz gutes Ende. Ich war aber noch umso glücklicher, als Joss Whedon, der ja ganz großer Comic-Fan ist, das Ganze dann als Comic-Reihe fortgeführt hat. Und ich war der Glücklichste, als wir das dann auch in Deutsch rausgebracht haben und ich dann auch noch Redakteur davon sein durfte. Also mit Staffel 8 fing das damals an. Dann endete das ganze Jahr im letzten Jahr mit der Staffel 12. Und dann gab es diesen Rerun, von dem ich auch total begeistert bin, wo jetzt gerade der dritte Band rauskommt. Aber eben diese ersten Bände der Staffel 8, 9, 10, 11 und 12, da gibt es bereits die ersten nicht mehr. Und deswegen bin ich ein total, total begeisterter kleiner Moderator, der hier steht, dass ich euch sagen kann, Buffy, 8. Staffel, gibt es jetzt wieder neu als Deluxe-Edition. Zwei der ursprünglichen Paperbacks in einem Hardcover zusammengefasst und ich hoffe, dass wir auch da es schaffen, die gesamten Staffeln bis zur 12 eben rauszubringen, damit ihr die irgendwann dann wirklich als topschöne, gebundene Versionen ins Regal stellen könnt. Und ich finde es einfach nur total super, mega geil, weil es eben auch ganz toll geschrieben ist und deswegen ein ganz klares Musst du lesen. So, kommen wir jetzt einfach zu was ganz anderem. Also nicht ganz anders, aber schon relativ anders. Es ist nämlich kein Comic, sondern es ist ein Roman. Romane unterscheiden sich von Comics dadurch, dass keine Bilder in der Regel drin sind, sondern nur Text. Und wir haben ihn da, den ersten offiziellen The Boys Roman. Also The Boys im TV sensationell. The Boys in den Comics sensationellerer.
Und jetzt im Roman, ja, eben mal was ganz anderes. Hangelt sich entlang an der Originalstory, das heißt, wir haben hier nichts Neues, sondern wir haben das Ganze einfach mal als Roman niedergeschrieben. Das heißt, alles, was Garth Ennis mal zu Papier gebracht hat, wurde jetzt novellisiert, und zwar von Dan Wickline. Und ich kann tatsächlich das Ding nur empfehlen, weil es ist tatsächlich mal was ganz anderes. Aber dieser gesamte The Boy Spirit ist da drin wirklich enthalten. Wenn ihr also mal keinen Comic zur Hand nehmen wollt, sondern lieber einen Roman, dann startet mit The Boys und eben diesem offiziellen Roman. Jetzt habe ich Hunger. Ja, und was bedeutet das? Ich stelle euch noch zum Abschluss ein Kochbuch vor. Haben wir ja schon ein paar mittlerweile rausgebracht, alle auch mit Comicbezug oder ähnlichem. Und jetzt was ganz Neues, nämlich Marvel Eat the Universe. Klingt erstmal so, wie wenn Galactus käme, um sich die Erde einzuverleiben. In dem Fall ist es aber tatsächlich eher so, dass wir ein offizielles Marvel-Kochbuch rausbringen, wo ihr dann zu diversen Figuren und Geschehnissen Speisen findet, in denen ihr einen Bezug dann eben in dieser durchaus deliziösen Art und Weise herstellen könnt. Und wie schon in der letzten Folge, das Wonder Woman Kochbuch ist auch das hier wirklich was, was der Nerd in seinem definitiven So-Sein einfach haben muss. Dann kann er mal andere Nerds bekochen und man kann eine echte Nerd-Party draus machen. ihr seht, ich habe da riesen Spaß dran. Und deswegen gehe ich jetzt auch nach Hause und werde mir mal kurz ein, zwei Gerichte daraus zubereiten und mir ein paar Freunde einladen. Vorsichtig natürlich. Ansonsten beende ich die heutige Sendung mit einem: Lasst euch das Marvel-Universum mal so richtig schmecken. Tschüss. Liebe Panini Comics TV-Freunde, ich bin nicht mehr in unserem großen Studio. Das habt ihr ja jetzt gerade schon mal gesehen, sondern ich bin hier in meinem kleinen Heim-Pandemie-Studio. Aber ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Und zwar, das war heute unsere letzte Panini Comics TV-Folge in der gewohnten Manier. Ihr seht schon, es ist nicht ganz so geplant gewesen. Geplant war eigentlich, dass wir bis zur Nummer 60 weitermachen. Wir wollten die 5 Jahre unbedingt vollkriegen und das wäre jetzt im Sommer soweit gewesen. Das war der Plan und danach wollten wir das Ganze ein bisschen veränderten Konzept dann weitermachen. Also es wird auf jeden Fall Panini Comics TV auch jetzt noch weitergeben, nur eben nicht mehr in dieser Form, sondern mal schauen, was wir so draus machen. Ein Interviewformat oder irgendwas anderes. Ihr werdet es auf jeden Fall erleben und dann bin ich auch wieder dabei. Warum wir uns jetzt doch entschieden haben, dass wir etwas früher aufhören, das hat eben auch mit der Pandemie zu tun. Ihr habt es ja gesehen, ich kann keine Gäste mehr einladen. Mit Interviews ist es schwierig. Das Filmteam irgendwo hinzubringen ist schwierig. Auch eine geeignete Location, das ist alles unter den Pandemiebedingungen unglaublich unangenehm geworden, das zu machen. Und macht dann irgendwo auch einfach keinen Spaß mehr. Und deswegen haben wir gesagt, hey, das Ende war eh geplant. Wir ziehen das jetzt nur ein wenig vor. Und deswegen verabschiede ich mich heute hier von heute. Ich verabschiede mich hier von euch, meinem Publikum. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid über die letzten 5 Jahre. Es hat so einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich bin so stolz, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Ich bedanke mich natürlich bei meinem Filmteam, bei den ganzen Gästen, die über die Jahre dabei waren, bei den vielen Künstlern. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Wer es gar nicht aushält, der kann ja mal bei YouTube bei Comics und Bier reinschauen. Da findet man mich auch. Und ansonsten verspreche ich euch, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.